begrüße euch auch recht herzlich, liebe Genossinnen und Genossen. 2011, das war ein super Jahr, ein super Wahljahr, das wussten wir vorher. 2012, so dachten wir, wird ein relativ ruhiges Jahr. Da haben wir uns nun gründlich getäuscht. Morgen wird außerplanmäßig eine neue Bundespräsidentin gewählt. Eine Woche später kommt es zur außerplanmäßigen Wahl im Saarland, im Mai dann Schleswig-Holstein und im bevölkerungsreichsten Bundesland Nordrhein-Westfalen werden auch die Karten neu gemischt. Und so wie es Karin schon gesagt hat, wir brauchen die Kraft der gesamten Partei, um dort erfolgreich zu sein. Liebe Genossinnen und Genossen, die erste wichtige Wahl steht morgen in Berlin an. Die Bundesversammlung kann sich zwischen zwei Kandidaten entscheiden, zwischen dem Kandidaten einer Fünf-Parteien-Koalition, Joachim Gauck, und unserer Kandidatin Beate Glasfeld. Liebe Genossinnen und Genossen, wir haben mit der Kandidatur von Beate Glasfeld gezeigt, dass die Linke immer inhaltliche und personelle Alternativen zum Mainstream anbieten kann. Wir haben eine großartige Kandidatin, eine Frau der Taten, die mit ihren Aktionen unser Land wirklich zum Besseren verändert hat. Und es wäre gut, wenn sie möglichst viele Stimmen morgen bekommen würde, liebe Genossinnen und Genossen. Und gerade wenn sich fünf Parteien auf einen rechtskonservativen Kandidaten einigen, dann müssen wir genau hinschauen. Dieser Kandidat will genau das Gegenteil von dem, wofür wir stehen. Er findet Hartz IV richtig. Er hat in der Fraktionssitzung erklärt, dass Gerechtigkeit nichts mit Geld zu tun habe. Er unterstützt Kriege. Er denkt Freiheit ohne Gerechtigkeit. Und er findet es richtig, wenn demokratische Parteien vom Geheimdienst überwacht werden. Und ich finde, in solch einem Fall muss die Linke einfach eine Alternative anbieten. Wer hätte es denn sonst machen sollen? Liebe Genossinnen und Genossen, ich bin übrigens überzeugt, dass diese fünf Parteien noch ihr blaues Wunder mit ihrem Kandidaten erleben werden, wenn er mit der Bild-Zeitung als Unterstützung rechtspopulistische Ratschläge erteilt. Aber das haben sie sich selbst eingebrockt. Und die eben erwähnte Bild-Zeitung bezeichnete Gauck als Präsidentin der Herzen. Für mich, das habe ich gleich zu Anfang gesagt, ist er ein Präsident der kalten Herzen. Denn er ist unglaublich nachsichtig mit sich selber und kalt gegenüber den Menschen, die von dieser Gesellschaft ausgegrenzt werden. Und zu Beate Glasfeld will ich noch sagen, dass sie natürlich mit ihrer Kandidatur auch unserer Partei einen wichtigen Solidaritätsdienst erwiesen hat. Denn die Bundesregierung, andere Parteien versuchen uns mit allen Mitteln gesellschaftlich zu isolieren. Warum werden wir eigentlich durch den Verfassungsschutz überwacht? Diese Überwachung und Beobachtung durch den Verfassungsschutz hat doch nur ein einziges Ziel. Menschen sollen abgeschreckt werden, sich für die Linke, für linke Ideen, für soziale Gerechtigkeit in unserem Land zu engagieren. Die Linke soll diskreditiert werden. Und diese Wahrheit, dass wir diese Überwachung durch den Verfassungsschutz als solche durchschauen, auch die müssen wir im Land verbreiten, liebe Genossinnen und Genossen. In Bayern, ihr wisst es, kommt man als Linke nicht einmal in den öffentlichen Dienst. Und unser Jugendverband Zollit bekommt rechtswidrig kein Geld aus dem Bundeshaushalt. Das sind nur wenige Beispiele. Ihr selber kennt genügend Beispiele der Ausgrenzung unserer Partei. Liebe Genossinnen und Genossen, die Linke setzt sich für Menschen ein, die in dieser Gesellschaft ausgegrenzt werden. Für Migranten, Arbeitslose, Menschen in prekärer Beschäftigung, für Alleinerziehende und Rentner, die an der Armutsgrenze leben. Sie alle haben unsere Solidarität. Aber auch wir als Linke, auch wir brauchen selber Solidarität. Sonst kann die Partei nicht überleben. Und schauen wir noch mal auf die Bundespräsidentenwahl. Jeder Künstler oder jeder Wissenschaftler, der für uns angetreten wäre, hätte sich um seine berufliche Existenz Sorgen machen müssen. Und in dieser Situation hat Beate Glasfeld sich bereit erklärt, für uns anzutreten. Liebe Genossinnen und Genossen, und natürlich traf sie sofort die volle Wucht der Springerpresse. Sie hat sich davon aber nicht einschüchtern lassen. Sie hat keinen Keil zwischen die Linke und sich treiben lassen und immer darauf verwiesen, in welchen Ländern man ihr geholfen hat. In den USA, in Frankreich, in Israel, aber auch
in der DDR. In diesen Ländern hat man ihr geholfen, bei ihren Aktionen Kriegsverbrecher hinter Gitter zu bringen. Nur die alte Bundesrepublik hat ihr damals nicht geholfen. Und das ist doch der eigentliche Skandal, liebe Genossinnen und Genossen. Liebe Genossinnen und Genossen, wenn wir morgen in der Bundesversammlung zur Abstimmung kommen, dann erinnern wir auch an folgende Begebenheit. Mehrmals wurde Beate Klaasfeld für das Bundesverdienstkreuz vorgeschlagen. Von einzelnen Bürgern, vom Land Berlin und auch von der Partei Die Linke. Alle Außenminister, die damit befasst waren, Herr Fischer von den Grünen, Herr Steinmeier von der SPD und Herr Westerwelle von der FDP, haben diese Auszeichnung nicht unterstützt. Und ich glaube, morgen können Sie die Gelegenheit nutzen, um Beate Klaasfeld die Anerkennung zukommen zu lassen, die sie eigentlich verdient hat, liebe Genossinnen und Genossen. Morgen ist ein wichtiger Tag, aber er ist schnell vorbei. Und wir stehen schon vor den nächsten Wahlen. Erinnern wir uns, im Jahr 2010 wurde in Nordrhein-Westfalen ein Politikwechsel möglich. Und zwar dadurch, dass die Linke gesagt hat, ja, wir unterstützen eine Regierung, wir ermöglichen eine Regierung, Hannelore Kraft, um in Nordrhein-Westfalen einen Politikwechsel zu erreichen. Erinnert euch, 2010 musste Sponsoren Rüttgers seinen Stuhl räumen. Er hatte seine Glaubwürdigkeit ebenso verspielt wie übrigens 2 Jahre später Christian Wulff. Ich stelle diesen Zusammenhang her, weil Christian Wulff in den Medien gerne so als einsames schwarzes Schaf dargestellt wird. Aber wenn man sich die CDU genauer anschaut, ich glaube, ihr werdet mir zustimmen, das ist eine ganz große Herde schwarzer Schafe, liebe Genossinnen und Genossen. Die Bilanz der Linken in Nordrhein-Westfalen kann sich sehen lassen. Wir haben zwar den schwarz-gelben Filz nicht völlig aufgelöst, aber ihn zum Auslüften in die Opposition geschickt. Und dort sollte der schwarz-gelbe Filz auch nach der nächsten Wahl bleiben, liebe Genossinnen und Genossen. Auf unsere Initiative hin wurden die Studiengebühren abgeschafft, die Demokratie wurde gestärkt. Auf unsere Initiative hin wurde ein Gesetz geschaffen, das ermöglicht hat, den Oberbürgermeister von Duisburg, Herrn Sauerland, der für diese tragischen Ereignisse in der Love Parade verantwortlich war, abzulösen. Und auf die Initiative der Linken in Nordrhein-Westfalen hin wurde die Mitbestimmung im öffentlichen Dienst verbessert, die Residenzpflicht für Asylbewerber abgeschafft. Und ich glaube, liebe Genossinnen und Genossen, mit dieser guten Bilanz können unsere Genossen in Nordrhein-Westfalen in den Wahlkampf ziehen. Mit dieser Bilanz können sie für Stimmen werben und sie können berichten darüber, was sie versucht haben durchzusetzen und was an Rot-Grün gescheitert ist. Denn, ich will erinnern, wir haben ermöglicht in Nordrhein-Westfalen, dass Frau Kraft Ministerpräsidentin werden kann. Wir haben dafür keinen Dank erwartet, aber wir haben erwartet, dass sie mit uns gemeinsam für mehr soziale Gerechtigkeit im Land eintritt. Und SPD und Grüne haben sich vor ungefähr einem Jahr bewusst von der Sozialpolitik der Linken abgegrenzt und ihre Hoffnung voll auf die FDP konzentriert. Ich frage mich immer noch, wie konnten SPD und Grüne überhaupt auf die Idee kommen, sich wieder mit dem schwarz-gelben Filz einzulassen, liebe Genossinnen und Genossen. Die Quittung haben sie jetzt bekommen. Was wollten wir erreichen bei den Haushaltsberatungen 2012? Wir wollten ein preisgünstiges Sozialticket für 15 Euro. Wir wollten Geld für die Kommunen. Wir wollten preiswerte Wohnungen und mehr Kinderbetreuungsplätze durchsetzen. Ich glaube, ihr werdet mir zustimmen, das war nicht zu viel verlangt. Und die Linken in Nordrhein-Westfalen waren immer zu Kompromissen bereit. Noch in der letzten Sitzung hat der Fraktionsvorsitzende Wolfgang Zimmermann der Regierung Gespräche angeboten. Diese Regierung wollte nicht. Aber ich sage euch, die Menschen in Nordrhein-Westfalen wollen eine Regierung der sozialen Gerechtigkeit. Und das ist ohne die Linke nicht zu machen. Und darum müssen wir mit der Kraft der ganzen Partei unsere Genossinnen und Genossen in Nordrhein-Westfalen unterstützen, damit sie mit einem hervorragenden Ergebnis wieder in den Landtag in Düsseldorf einziehen können. Ein Landtag ohne die Linke in Düsseldorf, das will und kann ich mir nicht mehr vorstellen, liebe Genossinnen und Genossen. Wahlen in Nordrhein-Westfalen sind immer kleine Bundestagswahlen.
2010 hat damals nicht nur Rüttgers von der CDU eine Quittung erhalten, sondern auch die Bundeskanzlerin. Und wir werden natürlich in der Diskussion immer wieder den Zusammenhang zwischen Bundes- und Landespolitik herstellen. Und wenn der Spitzenkandidat Norbert Röttgen von der CDU gegen das Schuldenmachen in Nordrhein-Westfalen wettert, dann müssen wir ihm entgegenhalten, der größte Schuldenmacher ist die Bundesregierung, der Herr Röttgen angehört. Denn, ich kann euch das begründen, in dieser Woche wurde der ESM, der Europäische Stabilitätsmechanismus, wie es so heißt, von der Bundesregierung verabschiedet. Ich sage euch, diese Bezeichnung ist absolut irreführend. Ich finde, man muss den ESM anders übersetzen. ESM steht für mich für Europäischer Spekulationsmechanismus. 500 Milliarden Euro dienen ausschließlich dazu, das Casino am Laufen zu halten. Und der ESM ist mit dem sogenannten Fiskalpakt gekoppelt. Das wichtigste Instrument des Fiskalpaktes ist die Schuldenbremse. Ihr habt euch alle damit auseinandergesetzt. In Hessen gab es einen Volksentscheid. Mit diesem Pakt sollen die sogenannten Staatsschulden gedrosselt werden, so wie wir es gerade in Griechenland erleben. Und Griechenland befindet sich in der schwersten Rezession, in der schwersten Krise seit dem Zweiten Weltkrieg. Die Wirtschaft liegt am Boden und keiner weiß, wie sie sich von dieser Rosskur erholen soll. Und jetzt soll die griechische Lösung zur europäischen Lösung gemacht werden. Das ist ökonomischer Wahnsinn. Und mit diesem ökonomischen Wahnsinn will Herr Norbert Röttgen von der CDU nun auch Nordrhein-Westfalen anstecken. Wir als Linke wollen und müssen verhindern, dass ökonomische Analphabeten in Nordrhein-Westfalen ihr Unwesen treiben können, liebe Genossinnen und Genossen. Und auch wenn in den Umfragen SPD und CDU vorn liegen, SPD und Grüne vorn liegen, glaube ich, sollten wir eine große Koalition auch in Nordrhein-Westfalen nicht völlig ausschließen. Denn im Bund deuten alle Anzeichen darauf hin, dass die Bundes-SPD eine große Koalition für 2013 plant, allen anderen Beteuerungen zum Trotz. Ich komme noch mal auf Nordrhein-Westfalen zurück. Wenn SPD und Grüne jetzt in ihrem Wahlkampf unsere sozialpolitischen Forderungen madig machen wollen und auf Sparzwänge verweisen, dann müssen wir immer wieder deutlich machen, dass die Finanznot der Länder und die Finanznot der Kommunen nicht vom Himmel gefallen ist. Es waren schließlich CDU, CSU, FDP, SPD und Grüne, die in den Bundesregierungen Steuerreformen beschlossen haben, die noch heute nachwirken. Ich will euch nicht mit allzu viel Zahlen belästigen, aber nur ein paar Beispiele. Die Steuerausfälle, die sich aus den Steuerreformen von SPD und Grünen ergaben, beliefen sich im Jahr 2010 bei den Kommunen auf 8 Milliarden Euro, bei den Ländern auf fast 25 Milliarden Euro und beim Bund auf 18 Milliarden Euro. Wenn man sich nur diese Zahlen anguckt, dann kann man sagen, ohne diese Steuerreformen, die die anderen Parteien zu verantworten haben, hätten wir alle Forderungen der Linken ohne Probleme in Nordrhein-Westfalen sofort umsetzen können. Und das, liebe Genossinnen und Genossen, müssen wir den Bürgerinnen und Bürgern im Wahlkampf, in der Wahlauseinandersetzung immer wieder sagen. Ihr habt selber sicher alle die Erfahrung gemacht, die Menschen haben Angst vor hohen Staatsschulden. Und deshalb argumentiert die Bundesregierung auch immer, dass sie die Staatsschulden abbauen will. Und das, liebe Genossinnen und Genossen, ist die größte Schuldenlüge des 21. Jahrhunderts. Diese Schuldenlüge wird benutzt, um den Sozialabbau voranzutreiben. Und gleichzeitig macht der Finanzminister gigantische Schulden, um die Banken zu retten. Allein für den europäischen Spekulationsmechanismus muss er 22 Milliarden Euro in einen Fonds einzahlen. Das sind neue Schulden, die unsere Kinder, unsere Enkel einmal bezahlen müssen. Und wie der Schuldenabbau der Bundesregierung dann konkret aussieht, könnt ihr an dem größten Sparpaket in der Geschichte der Bundesrepublik sehen. Alle Sozialkürzungen wurden eins zu eins von der Bundesregierung umgesetzt. So bekommen zum Beispiel arbeitslose Mütter kein Elterngeld mehr. Die geplante Finanztransaktionssteuer, die schon mit 2 Milliarden als Einnahme im Haushaltsgesetz drinstand, die wurde vom Finanzminister einfach wieder gestrichen. Und es ist doch klar, liebe Genossinnen und Genossen, dass mit der Schuldenlüge den Menschen weiter das Geld aus der Tasche gezogen werden soll, um es den Banken in den Rachen zu werfen.
Die Krise brummt und in der Krise wird wesentlich mehr umverteilt als in Zeiten der Konjunktur. Und warum setzen wir uns als Linke so sehr mit dieser Krise auseinander? Wir wollen diese Krise beenden, damit endlich die Ungerechtigkeit, die grassierende Umverteilung von unten nach oben beendet wird, damit die Menschen wieder ein menschenwürdiges Leben führen können, damit Menschen nicht für wenig Geld arbeiten müssen, damit sie nicht um Arbeit betteln müssen, damit Arbeit nicht als Gnade vergeben werden kann, sondern wir wollen, dass es vernünftige Gehälter gibt, dass es nicht nur einen gesetzlichen Mindestlohn gibt, sondern auch Tarifabschlüsse, die diesen Namen wirklich verdient haben. Wir wollen die Arbeitsplätze sichern. Wir wollen Lohnerhöhungen, wir wollen vernünftige Renten. Dafür setzen wir uns ein, liebe Genossinnen und Genossen. Die Spaltung in unserer Gesellschaft schreitet immer mehr voran. Wir haben ein gravierendes Gerechtigkeitsproblem. Ein Drittel ist bereits vom Wohlstand völlig abgekoppelt und muss sich mit prekären Beschäftigungen herumschlagen. Und 10% der Gesellschaft und davon wiederum ein kleiner Teil ganz besonders wird immer reicher. Und was wir uns nicht gefallen lassen können, ist, dass dieser Geldadel immer mehr Einfluss auf die Politik gewinnt und die Demokratie in unserem Land untergräbt. Der Herr Maschmeyer, es gibt übrigens nicht nur Fotos von Maschmeyer und Christian Wulff, sondern es gibt auch Fotos von Maschmeyer und Joachim Gauck, um das mal in Erinnerung zu rufen. Der Herr Maschmeyer ist dafür das beste Beispiel. Er hat mit viel Geld Schröder zum Kanzler und Wulff zum Ministerpräsidenten gemacht. Und der Herr Ackermann hatte damals ein Rettungsschirmgesetz der Kanzlerin in die Feder diktiert, sodass die Deutsche Bank als Sieger dastehen konnte und die Steuerzahler als Verlierer. Liebe Genossinnen und Genossen, das müssen wir endlich ändern. Und dazu brauchen wir endlich eine vernünftige Vermögenssteuer und eine höhere Erbschaftssteuer. Wir brauchen eine Situation, dass wir in der Lage sind, und das müssen wir gemeinsam schaffen, dass wir die Lobbyisten aus dem Parlament und aus dem Kanzleramt werfen können und dass endlich wieder die darüber entscheiden, die dafür gewählt sind, nämlich gewählte Abgeordnete, die das Vertrauen ihrer Wählerinnen und Wähler haben, und dass wir keine Republik von Lobbyisten sind, sondern dass wir endlich die Demokratie in unserem Land wiederherstellen, liebe Genossinnen und Genossen. In Erfurt haben wir ein Parteiprogramm beschlossen. Wir werden sicher in den verschiedenen Arbeitsgruppen darüber sprechen. Jetzt kommt es darauf an, dieses Programm umzusetzen. Es kommt darauf an, es bekannt zu machen. Es kommt darauf an, Ideen zu entwickeln, wie wir gemeinsam in der Gesellschaft dafür werben können. Ja, es lohnt sich, mit der Linken gemeinsam zu arbeiten. Mit der Linken gemeinsam können wir etwas erreichen. Und ganz zum Schluss möchte ich noch mal auf das Thema Antifaschismus zurückkommen. Wir dürfen die Rechtsentwicklung in Europa nicht auf die leichte Schulter nehmen. In allen Ländern, mit denen wir Kontakt haben, in allen Ländern, wo wir auch Bündnispartner, Schwesterparteien haben, erleben wir einen Rechtsruck. Wir können dieses Problem nicht alleine lösen. Dazu brauchen wir Bündnispartner. Ich denke dabei nicht nur an Grüne, Sozialdemokraten und Gewerkschafter. Nein, wir brauchen auch Bündnispartner aus dem bürgerlichen Lager. Das ist wirklich eine Lehre aus dem deutschen Faschismus. Und nicht jeder, der mit uns gegen den Faschismus kämpft, muss einen Eid auf unser Programm ablegen, liebe Genossinnen und Genossen. Denn das wäre keine Bündnispolitik. Fragt euch doch selbst, wie es uns gelingt, Bäckermeister, Architekten, Steuerberater, Kaufleute zu gewinnen, mit uns auf die Straße zu gehen, sich gegen Nazis zu verwahren oder ein Plakat gegen Nazis in ihr Schaufenster zu hängen. Die Netzwerkarbeit, liebe Genossinnen und Genossen, ist auf allen Ebenen der Parteien, Gewerkschaften und Organisationen wichtig. Aber wir brauchen nicht nur ein Netzwerk von Organisationen, wir brauchen immer ein Netzwerk mit konkreten Menschen. Es ist gut, wenn man in seinem Adressbuch viele Adressen hat. Umso wichtiger ist es aber, wenn man wirklich Leute kennt, die man anrufen kann, wenn es um Aktionen geht, die dann sagen, was, da marschieren die Nazis, da sollt ihr nicht alleine stehen, da komme ich mit, liebe Genossinnen und Genossen. Und wir brauchen, liebe Genossinnen und Genossen, diese Netzwerke auch, wenn wir die wichtigste Frage unseres Programms umsetzen wollen, die Eigentumsfrage. Wir brauchen sehr, sehr viele Bündnispartner, um unser privatisiertes Eigentum zurückzugewinnen. Über Wasser, Strom, Internet, Nahverkehr,
Krankenhäuser, Wohnungen und Sicherheit sollen nicht mehr Aktionäre entscheiden, sondern Bürgerinnen und Bürger. Und für die erfolgreiche Zurückgewinnung unseres Eigentums, glaube ich, können wir mit vielen Menschen gemeinsam kämpfen. Und in solchen Kämpfen werden wir auch ganz konkret, in ganz konkreten Kämpfen, neue Mitglieder gewinnen können. Liebe Genossinnen und Genossen, ich habe es eingangs gesagt, man versucht häufig, unsere Partei zu isolieren. Es wird nicht gelingen, wenn wir uns in die wahren Kämpfe des Lebens begeben, wenn wir die Wahlkämpfe nutzen, um mit den Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch zu kommen, wenn wir zeigen, dass wir wissen, was ihren Alltag ausmacht und wenn wir vermitteln, was die Grundbotschaft unseres Programms ist, was wir in einem einzigen Satz zusammenfassen können. Eine solidarische Gesellschaft ist für alle besser. Liebe Genossinnen und Genossen, wir haben unseren Parteitag in Erfurt unter das Motto Freiheit, Würde, Solidarität gestellt. Es ist an uns, es gemeinsam zu leben. Vielen Dank.